Ja, mein Name ist Detlef Linz. Ich bin Geschäftsführer vom Naturpark Sauer- und Rothaargebirge seit 2015 und insofern mit dem Thema Natur in ganz Südwestfalen vertraut, würde ich sagen. Ja, müssen wir vielleicht mal erstmal das Gebiet eingrenzen. Wir sind mit 3.800 Quadratkilometern der größte Naturpark in NRW. Insofern können wir uns schon ein großflächiges Bild machen. Und zu Beginn der Borkenkäferkalamitäten waren es tatsächlich einzelne Hotspots. Nur die Entwicklung dieses Sommers, der ja der dritte in Folge ist, der sehr trocken und warm ist, zwar mit etwas mehr Niederschlag, aber insgesamt viel zu wenig, müssen wir feststellen, dass es ein flächendeckendes Borkenkäferproblem gibt. Die Borkenkäfer sind aktuell in der Lage, mindestens dreimal sich zu vermehren bei den Temperaturen, die wir aktuell haben. Und das ist eine derartige Anzahl von Borkenkäfern, die darauf schließen lässt, dass wir in den nächsten Monaten noch bis zum Winter noch erhebliche Probleme zusätzlich bekommen werden. Und ich fürchte, dass die Fachleute sagen das ja auch, dass das Sauerland in ein, zwei Jahren ein völlig anderes Bild hat, weil insbesondere Fichtenbestände nicht mehr vorhanden sind. Der heimische Wald hat für den Tourismus in der Region einen enormen Stellenwert, weil ich glaube, mit kaum einer Landschaft im Westen wird so sehr Wald und schöne Waldbilder verbunden wie mit dem Sauerland. Und so haben wir inzwischen verstanden, dass man die Wege gut durch die Landschaft komponiert, dass man Erlebnispunkte schafft, dass man schöne Aussichten schafft oder Waldmöbel. Beispielsweise die Kreation aus der Region mit der Waldliege ist ein Renner geworden oder die Bilderrahmen in der Landschaft. Und das alles führt natürlich dazu, dass man heute auch eine Region hat, die attraktiv ist, die für den Tourismus eine enorme Bedeutung hat. Der Wald hat eine große Bedeutung. Ja gut, wir haben ja nach Kyrill auch dagestanden und haben gesagt, das ist Wahnsinn, wie viele Bäume jetzt weg sind. Gleichwohl hat es ja auch Impulse gebracht, ich sage jetzt mal im touristischen Bereich zum Beispiel, mit neuen Aussichten, mit einem anderen Herangehen. Auch dieses wird ja wieder dazu führen, dass sich Menschen Gedanken machen, wie müssen wir das zukünftig gestalten? Welche Baumarten können hier vielleicht noch wachsen? Es wird sich also ändern. Die Natur wird sich ändern, aber sie ist ja nicht weg, sie ist halt nur anders. Und wir als Naturpark sehen das erstmal grundsätzlich als einen Prozess. Man darf natürlich nicht verkennen, dass hier auch Existenzen auf dem Spiel stehen und die das insgesamt natürlich weniger spaßig finden. Geht es für uns im Schwerpunkt um Kommunikation. Also wir versuchen tatsächlich die Dinge, die aktuell sind bei uns im Gebiet, Menschen, die weiter weg sind, aber eben auch den Einheimischen näher zu bringen. Wir haben gemeinsame Verhaltensregeln auf den Weg gebracht, wo wir auch Menschen, die gerade im Moment auch kommen in die Natur, die vorher nicht da waren, einfach erklären, was geht und was geht nicht. Wir werden jetzt erhebliche Arbeiten sehen im Wald. Das ist teilweise lebensgefährlich. Und wenn da was abgesperrt ist, dann muss ich wissen, dass ich da nicht weitergehen kann. Solche Dinge, das ist unsere Aufgabe. Wir können an der Sache selber nicht viel machen. Wir sind selber keine Grundeigentümer, sondern versuchen halt mit unserem Netzwerk zu arbeiten und die wichtigen Informationen, die auch die Waldbesitzer haben, weiterzuleiten an die, die sie dringend benötigen, aus unserer Sicht. Und ich glaube, viele haben auch bei uns verstanden, dass jetzt erstmal die Waldarbeiten an sich notwendig sind, ein Stückchen notwendiger noch als jeden Weg für den Tourismus zu offerieren, sondern dass es ein Geben und Nehmen ist und dass wir schauen, dass beides parallel stattfinden kann. Hier die Waldpflege und Waldbewirtschaftung, auch das Renaturieren und auf der anderen Seite das, was wir Tourismus nennen, also das behutsame Nutzen des Freiraums, aber mehr und durchdachter und abgesprochener als bisher.